So, weiter geht's. Schnell erklärt. Hier ist der Kartoffelacker voller Franzosenkraut. Ich wollte die Kartoffeln ja liegen lassen. Jetzt sollen sie doch geerntet werden, weil es doch schwierig ist. Und das andere Problem ist auch die Kartoffeln. Der Boden bleibt nicht mehr so trocken. Also er bleibt über den Winter über feucht. Und dann ist schwer irgendwie. Alles schwierig mit der Kartoffelernte. Deswegen werde ich sie jetzt doch ernten. Ich werde das Franzosenkraut mit einer Handsense, so sieht die aus, oben herum abschneiden. Ich zeige euch mal, wie das geht. So. So, damit ich überhaupt wieder Blick auf den Boden habe. Dann werde ich mir die Kartoffelstrunken suchen, die noch da sind. Hier zum Beispiel geht eine rein. Und die arbeite ich dann raus mit dieser Kartoffelforke. Indem ich da, wollen wir mal gucken. Ja, machen wir gleich einen Praxistest. Da muss man vorsichtig reingehen. Nicht, dass man Kartoffeln aufspießt. Oh, und da sind sie. Guck mal da. Gucken, wie viele da sind. Mit einer Hand ist ja immer so schwierig. Guck mal, die ist schon angefressen von der Schnecke. Okay, ich werde jetzt ernten. So wird es gemacht. Und dann werdet ihr nachher das Ergebnis sehen. Mal gucken, wie viele Kartoffeln drin sind. Diese schien jetzt nicht so. Na, wollen wir mal gucken. Wühlen wir mal noch ein bisschen rum. Gut. So, ich habe jetzt ein Beet beerntet. Das sind 2x2 Quadratmeter. Seht ihr das? Hier einmal da lang. Das sind 4 Quadratmeter. Und ich habe sie noch nicht gewogen, aber das sind meistens so 10 Kilogramm Kartoffeln. Sind schöne Dinger, echt super, ganz klasse. Guckt euch mal das an. Das sind richtige Brocken. Hat sich voll gelohnt, gibt auch noch natürlich kleinere. Und ich werde sicherlich noch auf das Essen der Kartoffeln eingehen im weiteren Verlauf meiner Videos. Was ich euch noch sagen wollte, wenn ihr mal Kartoffeln verletzen solltet, hier zum Beispiel, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr die gleich aussortiert, sonst schimmeln die nämlich im Lager. Und dass die dann als erste verwertet werden in der Küche. Die lege ich immer an die Seite und dann weiß ich, aha, die müssen als erstes weg und dann ist alles gut. Gut, die kommen jetzt weg und dann ernte ich hier weiter. Tschüss. Okay, die Aufnahmen sind ganz gut geworden. Ich mache mal weiter. So, hier waren wir ja schon. Jetzt kommt erstmal eine kleine Pause. Wie gesagt, ich muss hier alles umbuddeln, weil ich nicht mehr weiß, wo die einzelnen Kartoffelpflanzen sind. Dann dauert es natürlich ein kleines bisschen, bis man auf die nächste Pflanze trifft. Ist eine. Ah ja, da geht es schon wieder los. Hier geht es weiter. Guck mal hier drunter. Schöne Dinger. Echt super. Oh, da sind sie. Man muss, guck mal, guckt euch das mal an. Man muss echt vorsichtig sein, wenn man irgendwo Kartoffeln findet, dass man die langsam und vorsichtig umstochert, das Gebiet, damit man die Kartoffeln, die ringsherum liegen, oh, Leute, dass man die nicht verletzt, die Kartoffeln. Denn wenn sie verletzt sind, kann man sie nicht mehr lagern. Deswegen immer behutsam und achtsam voranschreiten mit der Arbeit. Das war's hier. Und mit dieser Arbeit hier kann man halt auch die Erde gleich wenden. Das war auch eine schöne Kartoffelpflanze, gerade schöne Erde. Ich hoffe, ich finde gleich noch ein paar direkt hier vor der Kamera, sodass man das besser sehen kann. Ah ja, guck mal. Hier, ich mache hier auf
Und hier ist ein ganzes Nest von Kartoffeln. Ich hole die mal hier alle raus. Guck mal hier, wie groß. Sauber, nicht schorfig, gar nichts. Ziemlich gesund. Hier wühle ich hier noch mal ein bisschen rum. Die habe ich verletzt, die lege ich aber trotzdem mal hier hin. Dass ihr so eine kleine Übersicht bekommt, wie die Ernte ist. Guckt mal hier. Und beachtet halt, oh, da ist noch eine. Und da hinten ist noch, da, noch eine. Guckt mal hier. Und guckt mal, wie groß die Kartoffeln sind. Einfach. Und da ist noch eine kleine. Und da ist noch eine. So dass man hier zum Beispiel schon fast, ich würde sagen, das ist ein Kilogramm an Kartoffeln. Und da ist noch eine. Da muss man, da ist noch eine, da muss man halt vorsichtig voranschreiben. Ja gut, ich glaube, das vermittelt einen ganz guten Eindruck von der Ernte in diesem Jahr. Hopp, ich verschwinde. Das lohnt sich einfach. Und macht Spaß und Freude. So, packen wir die mal da rein. Wo war die kaputte? Ah ja, da ist sie, die kaputte. Lege ich auch wieder zur Seite, da hinten in den Eimer. Guck mal, wie schön diese Kartoffeln sind. Große, dicke Dinger. Guck mal hier. Das sind Kartoffeln. Biointensive Permakultur. Hier dürfte eigentlich nichts mehr da sein. Da steht keine Kartoffelpflanze mehr. Die haben ja einen Abstand von mehr oder weniger 50 cm zueinander. Okay, ich höre jetzt erstmal auf. Jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie die Kartoffelernte dieses Jahr ist. Und zwar ziemlich gut. Weiter geht's mit der Kartoffelernte. Na, wann finde ich denn mal wieder ein Nest? Dinger wieder. Boah, und groß. Guck mal. Und wie viele. Oh, dachte schon, noch eine große. Oh, herrlich. Da, Wahnsinn. Noch mehr. Ich glaube, von dem nächsten Nest werde ich noch eine Aufnahme machen. Ah, schon wieder eine aufgespießt. Mach mal aus und dann mache ich noch mal eine Aufnahme. So, ich mache mal jetzt eine Nahaufnahme. Da habe ich ein Kartoffelnest. Da habe ich schon die Forke so drunter gesetzt. Müsst euch nicht wundern, manchmal fällt der Deckel vor die Kamera. Bisschen nervig. So. Da oben sind die ersten kleinen hier. Und wenn man dann an der Forke drückt so ein bisschen, dann kommen die anderen raus. Ich glaube nicht, dass hier so große Kartoffeln jetzt drunter sind.
Das scheint eher ein Nest zu sein mit klein. Aber so ist es. Und da ist eine ganz mäßige hier. Die ist in Ordnung. Hier ist eine schöne. Da. Da. Und die Kartoffelforke ist halt wirklich das beste Instrument, mit dem man alles absuchen kann. Die Kartoffeln, ne? Ups. Guck mal, da sind noch mehr. So. Guck, da haben wir schon die Kartoffeln jetzt zusammen. Da ist noch eine. Ja, ich glaube, das war's. Das war jetzt nicht so riesig viel, aber trotzdem. Gute Ernte, gar keine Frage. Ich gehe noch mal mit der Kartoffelforke da rein, dass ich vielleicht die anderen noch erwische, wenn da noch welche sind. Aber da ist nichts mehr. Kleine. Okay. So, irgendwie gibt es Probleme mit der Kamera. Ich weiß nicht warum, weswegen. Ich versuche das noch mal zu verändern, zu verbessern. Bleibt manchmal einfach stehen. Natürlich ober nervig. Okay. Neues. Zurzeit läuft sie. Mal gucken, wie lange. Gut. Ich hoffe, ich finde noch mal ein schönes Nest. Da. Tatsächlich, da ist eins. Fahre ich mal dichter ran. Damit ihr das genauer sehen könnt. So. Da sind sie. Dann nimmt man so die Erde weg. Guck mal. Hammer. Leg die mal hier zur Seite. Mal gucken, ob ihr die sehen könnt. So. War nicht so gut. Lege ich sie mal da ins Feld rein. Jawohl. Gut. Dann suche ich mal weiter. Schüttel hier langsam aus. Da ist noch eine. Wie gesagt, schöne große. Da seht ihr das? Oder ist das außerhalb? Da, ein bisschen außerhalb. Da sind sie. Ist interessant, wie die manchmal streuen. So. Da denkt man, hier vorne sind sie drunter. Das stimmt gar nicht. Muss mal weiter an die Seite gehen. Guck mal hier. Hammer. Guck mal hier. Guckt euch die Dinger an. Noch eine. Ja. Und das möchte ich euch vermitteln halt. Mit der biointensive Permakultur. Ja, ich glaube, das war es dann auch. Das ist schon so viel, wie man manchmal in einer Tüte bei irgendeinem Supermarkt kaufen kann. Und das ist von einer. Oh, nochmal eine aufgespießt. Scheiße. Die kommt an die Seite. Okay, das ist es.
ganz toll. Ich bin wirklich baff begeistert. Guckt sie euch nochmal an, da sind sie. Schöne, gute Kartoffeln. Okay, ich weiß, dass diese Aufnahme technisch nicht so perfekt war, aber so könnt ihr das mal ein bisschen miterleben. Ist nicht immer alles rund, was so über YouTube läuft. Okay, tschüss erstmal von der Kartoffelernte. Jetzt reicht's, das war's. Tschüss. So, machen wir weiter mit der Kartoffelernte. Ich habe hier hinten nämlich ein Riesennest entdeckt. Mal gucken. Der Nachbar sperrt gerade seine Gänse ein. Deswegen ist das jetzt sehr, sehr laut hier. Irgendwie habe ich nicht so viel Glück mit den Aufnahmen heute. Ja, gut. Okay. So. Gut. Ich war ganz überrascht. Ich dachte, hier wären keine Kartoffeln. Aber hier sind sie wieder. Guck mal, eine Pflanze. Gehe ich hier rein. Hier war ich drin. Boah, und was für Dinger. Guck mal hier. Schaut mal. Das ist doch echt megamäßig. Da mit der Hand kann man sie rausholen teilweise. Bis zu größerer Tiefe auch schon. Jetzt gehe ich nochmal mit der Forke nach. Aber das war's hier auch in diesem Falle. Reicht auch. Ist doch wunderbar. Schöne große Speisekartoffeln. So. Okay. So, gehe ich mal ein bisschen weiter nach hinten. Und mach noch weitere Aufnahmen. Weiter geht's. Ja, nur mal die Kartoffeln zeigen. Hier. Das sind 15 Kilo oder so. Ups. Richtig viele, viele, viele Kartoffeln. So, die Kartoffelernte ist beendet. Die ganze Stiege ist hier voller Kartoffeln. Und was ich euch noch zeigen wollte, so sieht halt eine Stiege aus. Die ist mit Holz eingefasst und normalerweise rutschen dann die Kartoffeln hier unten raus, so dass man sie dann bei Bedarf rausnehmen kann. Ich mache das aber anders, weil die Stiege nicht dicht genug ist und wenn da ein bisschen Licht durchdringt, dann werden die Kartoffeln ganz schnell grün. Deswegen habe ich die Stiege selber mit dicken Karton ausgekleidet, so wie ihr das hier seht, hier auf allen Seiten, so dass keinerlei Licht reinkommen kann an die Kartoffeln. Ja, und dann werden die Kartoffeln, ja, guckt sie euch an hier, ne, schön dicke, mal hier, da, also ich brauche ich gar nicht viel erzählen, habt ihr ja auch schon gesehen, ganz tolle Ernte dieses Jahr. Ja, dann kommt dieser Eimer hier noch da rein und dann ist sie auch voll. Gut, dann werden die schön verteilt. Auch weiterhin dicke Kartoffeln, super. Und dann ganz wichtig ist, hier solch einen Karton zu nehmen, den in der richtigen Form zu haben, so als Deckel oben. Oben auf die Kartoffeln drauf, damit halt das besagte Licht da nicht reinkommt. Gut. Und da drüber hängen dann noch die Zwiebeln. Und so ist diese Ecke hier eine absolute Nahrungsecke. Voller Kartoffeln, voller Zwiebeln.
Und da ich noch welche übrig habe, hier habe ich auch noch mehr Kartoffeln. Auch alles dicke, die werde ich als erstes verbrauchen. Und auch diese werden mit einem Karton abgedeckt. So, dass da bloß kein Licht reinkommt. Und hier habe ich noch Zwiebeln. Da ist noch ein Rest Zwiebeln. Die werden als erstes verbraucht. Denn ich hatte keine Netze mehr. Das ist also nochmal ein kleiner Sack voll, würde ich sagen. 5 Kilo oder sowas. Und so habe ich erstmal wirklich für lange Zeit genügend Kartoffeln und genügend Zwiebeln. Insofern, Selbstversorgung modern und einfach. Es lohnt sich, es geht, es funktioniert. Und gerade mit der Methode der biointensiven Permakultur. Wie gesagt, ich habe schon viele Sachen kennengelernt. Ich bin weltweit schon rumgereist, also innerhalb von Europa, um mir diverse Sachen direkt vor Ort anzuschauen. Sie haben aber nie das gehalten, was sie versprochen haben in Büchern etc. Nur die biointensive Permakultur, die ich entwickelt habe, das ist bisher das Beste, was ich kennengelernt habe. Ich bin natürlich bereit, noch mehr dazu zu lernen, immer, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es noch was Besseres. Aber von dem, was ich bisher kenne, ist das wirklich mit Abstand das Beste. Gut, macht's gut erstmal. Soweit von der Kartoffelernte von Selbstversorgung, modern und einfach. Ciao.